Am 22. Mai kommt ein neues Spiel auch in den deutschen Handel als Boxed-Version von den Leuten von Playway. Und zwar kein geringeres als der Autowerkstatt-Simulator 2015, auch bekannt unter Car Mechanic Simulator 2015. Grund genug, dass wir uns den jetzt schon mal deutlich vor Release anschauen und feststellen, was es da so Neues gibt. Und ich wünsche dabei gute Unterhaltung und kann jetzt schon mal versprechen, ja, ich habe ja keine Ahnung von Autos. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Mal schauen, wird bestimmt wieder genauso interessant wie beim Traktorwerkstatt-Simulator. Und für euch sicherlich aufgrund meiner Ahnungslosigkeit, aber auch meiner Lernkurve vielleicht viel zu lernen. Und ja, ich bin gespannt, was uns hier erwartet, weil von Playway erwarten wir noch den einen oder anderen weiteren interessanten Titel in diesem Jahr. Also Grund genug, uns das genauer anzuschauen. Euch gute Unterhaltung dabei. Ja, beim Traktorwerkstatt-Simulator haben wir das Problem gehabt, dass irgendwie der Spielstand sich zurückgesetzt hat, wenn ich die Taste Plus gedrückt habe. Ich hoffe mal, das ist heute nicht so. Und würde sagen, wir beginnen einfach mal hier den Classic-Modus. Keine Ahnung, was Classic-Modus ist. Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen durch das Spiel durchgeführt werden. Und dass nämlich gerade beim Standbild ist immer komisch mit der Aufnahme. Da kommt vielleicht die Sprache jetzt gerade nicht mit, keine Ahnung. Willkommen zu Autowerkstatt-Simulator 2015. In diesem kurzen Tutorium werden wir dir die grundlegenden Mechanismen des Spiels zeigen und dir beibringen, wie du erste Auftragsangebote auswählst. Hast du dieses Telefonklingeln gehört? Das ist ein neuer Kunde für dich. Gehe zum Schreibtisch, nimm das Telefon ab und überprüfe, was zu tun ist. Okay. Schreibtisch, schöne... Ach, guck mal. Das sieht ja richtig cool aus. In diesem Menü kannst du alle Aufträge in der Warteliste betrachten. Einige von ihnen sind gesperrt, da du mehr Erf benötigst. Ich nehme an, Erfahrung, um sie anzunehmen. Hier kannst du Aufträge annehmen oder, wenn du sie nicht magst, ohne Konsequenzen ablehnen. Neue Jobs werden jedes Mal, wenn ein Kunde dich anruft, erscheinen. So. Ach du lieber Gott. Repariere alle Motorfehler. Das ist hier ein Pino Piccolo. Das ist ein Fiat oder was? Keine Ahnung. Wir nehmen ihn einfach mal an. Was? Auftragsbeschreibung. Ersetze Teile des Steuersystems. Teileliste bereitgestellt. Und Routineprüfung und Reparatur des Fahrwerks. Wir haben eben auf Ablehnen geklickt, ne? Okay. So, jetzt wird das Auto wahrscheinlich in die Werkstatt gefahren. Und wie gesagt, bei Schwarzbild weiß ich immer nicht, ob ihr das sehen könnt. Da steht er auch schon. So, rein optisch sieht das ja mal... Ja, das sieht doch schon mal ganz hübsch aus. Das ist ein Ford, oder was? So vom Logo her? Naja, keine Ahnung. So, Steuerung normaler Modus. Dann haben wir wieder hier Karosserie. Zusammenbaumodus auf Karosserie umschalten mit H. Okay, das lassen wir mal. Fahrzeug bewegen, Zustandsmodus umschalten. Und da klingt schon wieder, müsste ich schon wieder das nächste, muss ich schon wieder den nächsten Auftrag annehmen. Okay, normaler Modus. Wir machen erstmal die Motorhaube auf. Hier kannst du die Details deines Auftrags einsehen. Wenn du den Job nicht magst oder nicht alle Aufgaben erfüllen kannst, kannst du den Job jederzeit beenden. Du wirst für die bereits erledigten Aufgaben eine Vergütung bekommen. In Zukunft werden die Aufträge fordernder sein und du wirst kaputte Teile selbst finden müssen. Bitte beachte, dass die Balkenanzeige für den minimalen Teilzustand auf der rechten Seite darüber informiert. Die Mindestanforderungen der Teile für jede Reparatur. Reparatur mit Teilen minimalen Zustandes. Also der Riemenspanner ist kaputt. Die Wasserpumpe und der Zahnriemen. Ach du lieber Gott, war meinem Auto. Ist auch beinahe kaputt gegangen. Möchtest du den Auftrag gehe ich beenden? Nein. Ich möchte den Auftrag, das Ding hier schließen.
Hallo? Okay. Gut, da gucken wir mal rein. Also wir haben die Bremspumpe, die ist ja in Ordnung. Jetzt machen wir mal hier den Zustandsmodus. Kann man da schon was sehen? Nee, ne? In diesem Modus kannst du Teile von einem Auto entfernen. Jedes Teil kann von verschiedenen Bereichen des Autos aus erreicht werden. Wenn du also am falschen Ort suchst, wirst du das Teil nicht entfernen können. Überprüfe immer, ob das Teil erreichbar ist, indem du die Mauszeiger drüber bewegst. Wenn ein Teil durch ein anderes Teil blockiert ist, wird es beim Versuch rot glühen. Okay. Ich will aber in den Überprüfungsmodus. Genau. In diesem Modus kannst du überprüfen, ob das Teil kaputt ist oder nicht. Du kannst auch gekaufte Werkzeuge dafür benutzen. Vergiss nicht, dass alle Teile so überprüft werden können. Die meisten von ihnen werden die Benutzung des OBD-Scanners oder eine Fahrt mit dem Auto auf der Teststrecke oder dem Diagnosepfad erfordern. Unter dem Teilnamen findest du Infos, wie du diese diagnostizieren kannst. Okay, hier ist der Riemenspanner. Da wissen wir schon, dass der kaputt ist. Ja. Und die Wasserpumpe ist auch kaputt. Also die beiden Teile müssen wir schon mal entfernen. Und dazu müssen wir hier die Schrauben rausdrehen. So, und dann müssen wir hier die Wasserpumpe entfernen. Dazu muss erstmal der Riemen ab. So wie es aussieht. Dazu muss erstmal der Riemen ab. Dann muss der ab. Okay. So, oh, das Teil ist aber wirklich rostig. So, jetzt haben wir noch irgendwas vergessen. Kann ich denn hier irgendwie die... Irgendwie muss ich doch jetzt hier die Kameraperspektive öffnen können. Also der Riemenspanner, die Wasserpumpe und der Zahnriemen. Was ist denn der Zahnriemen? Gottes Willen. Kurbelwellen? Nee. Zahnriemen. Lichtmaschine. In diesem Modus kannst du Teile einer üblichen Transparente. Das kann ich ja nicht, weil ich muss es erst nochmal reparieren. Geh mal, wo ist denn hier meine Werkstatt-Dinge? Da kann ich doch bestimmt hier irgendwie Werkzeugkasten. Überprüfen sie ab und an. Was? Aufwertung. Überprüfe sie ab und an. Du wirst für je 1000 erhaltene Erfahrungspunkte erhalten, die du für Aufwertung ausgeben kannst. Jede Aufwertung wird deine Arbeit irgendwie einfacher machen. Okay. Schnelles Schraubenlösen haben wir hier. Okay, das ist ja gar nicht mal so uninteressant, dass man auch skillen kann. So, wo ist denn meine Werkbank, wo ich was reparieren kann? Benutzen? Werkzeugkasten? Wo kann ich denn wohl... Habe ich denn die Teile? Ich habe die Teile doch jetzt im Inventar, oder? Genau. Möchtest du dieses Teil wirklich verkaufen? Kann ich das nicht reparieren? Wasserpumpe... Den könnten wir auch direkt neu machen. So, hier kommen wir nicht raus. Das ist der Parkplatz. Muss ich vielleicht die Teile... Reparaturtisch, genau. Diese Liste zeigt dir Teile an, die repariert werden können. Vergiss nicht, dass die Aufwertung von Reparaturwerkzeugen deine Fähigkeiten Aufwertung die Chance hat... Die Chance auf eine erfolgreiche Reparatur erhöht. Du kannst Karosserieteile reparieren, nachdem die Reparaturwerkzeuge auf Fluch 5 aufgewertet hast. Und wir stellen schon fest... Reparieren können wir diese Teile nicht, das heißt, wir müssen sie neu kaufen. Dann schauen wir mal, wo wir die neu kaufen können. Die Lilith, wahrscheinlich im PC. Autoteile laden. Mhm. Können wir Karosserie? Lehrbücher, da kann man wenigstens lesen. Was ist das? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Mal gucken hier. Zahn. Funktioniert nicht. Was ist denn das? Wir brauchen eine Wasserpumpe, einen Riemenspanner und eine Serpentine. Also, eine Wasserpumpe. Die möchten wir kaufen. Dann brauchen wir einen Riemenspanner.
Das ist ja jetzt also nicht so teuer. Aber wir brauchen noch... Wir müssen noch mal gucken, was ist denn hier... Was ist denn hier... Zahnriemen. Den haben wir nämlich noch nicht hier drin. Und da gucken wir jetzt mal, weil ich nicht weiß, wo das ist, können wir hier also in dem Lehrbuch nicht nach Zahnriemen gucken. Aber warum heißt das denn Lehrbücher, wenn es hier Autoteile gibt? Das ist mir jetzt ein kleines Rätsel. Dann gucken wir mal, wie der Zahnriemen aussieht. Zahnriemen. Okay, das ist einfach nur nochmal so ein Teil da. So ein Riemenband. Schauen wir mal, ob wir den finden. Können wir auch von allen Seiten dran gucken. Überprüfungsmodus. Oder haben wir den schon abgebaut? Weil hier steht ja Serpentine, ne? Das kann ja irgendwie kein... Das kann ja nicht richtig sein eigentlich. Da muss ja noch irgendwo was sein. Aber wir testen es mal. Wir machen mal Zusammenbaumodus. So. Erstmal die neue Wasserpumpe einbauen. Und zwar die hier. So. Schräubchen rein. So, was haben wir dann? Neue Serpentinen haben wir ja auch. Beziehungsweise die eine hier können wir noch reparieren. Nehmen wir den neuen Riemenspanner. Irgendwas fehlt noch. Ja, dann müssen wir eine neue Serpentine kaufen. Okay. Ich bin mal gespannt, wann ich das dann halbwegs hintereinander habe, wie das funktioniert. Ist die hier, ne? Dann können wir erstmal hier den ganzen Schrott verkaufen. So, vielleicht haben wir ja auch schon den hinreichenden Reparaturzustand erreicht. Müssen wir mal gucken. So, zusammenbauen. Zusammenbauen. Da dran bitte. Na? Irgendwas will er hier. Ist das Teil im Weg? Teil ist im Weg. So, nochmal abbauen. Müssen wir auch noch merken, in welcher Reihenfolge wir das zusammengebaut haben, oder was? Nee, geht auch nicht. Okay. Dann müssen wir das wohl nochmal abbauen hier. Wo war denn das jetzt? Wo war es denn? Hä? Nee, es ist ja doch drin. Ich bin total verwirrt. Wir haben die eine falsch gekauft. Wir brauchen eine andere dafür. Ah! Okay. So. Na, haben wir jetzt zwei davon. Sehr gut. Serpentine A brauchen wir dafür. Serpentine A. Das ist entweder die hier oder die. Ich würde mal sagen, das ist die hier. So, probieren wir mal. So, komm ran hier, zusammenbauen. So. Und, wo sind wir? Da. Gegenstand vom Inventar genommen. So, wunderbar. So, Auftrag prüfen. Ja, aber der Zahnriemen, der fehlt uns noch. Reparatur mit Teilen minimalen Zustandes 79%. Ja, Stabilisator.
Kopplerstange hinten, Gummitülle, hintere Radnabe, das sind Sachen, die müssen wir hinten prüfen. Aber der Zahnriemen, der sitzt hier noch irgendwo. Wo könnte der denn noch sitzen? Ja, nicht gleich den ganzen Motor. Kann ja nicht sein, dass wir beim ersten Mal den ganzen Motor auseinanderbauen müssen, oder? Gehen wir auf den Überprüfungsmodus. Also hier sind die Teile auf jeden Fall jetzt neu. Hier unten müssen wir auch was austauschen. Sekunde mal. Ist das richtig? Die Gummitüle. Kann auf dem Diagnosepfad überprüft werden, okay. Hier unten werden die Teile auch angezeigt, was was ist. Motorabdeckung. Absaugstutzen. Ja. Getriebe, Kühlerlüfter. Tja. Ich fürchte, ich habe das ungute Gefühl, dass wir das ganze Ding auseinanderschrauben müssen. Außerdem sollen wir das Ding hier auf dem Testpfad, auf dem Testgelände mal prüfen. Aber schon geil, ne? Das ist schon sehr detailliert. Halte deinen Arbeitsplatz immer sauber und organisiert. Reparaturen, die Zugang zu Rädern und Federung erfordern, werden nur mit einem Wagenheber möglich sein. Andere können auch andernorts erfolgen. Um einen neuen Job anzunehmen, musst du in der Mitte deiner Werkstatt freien Platz schaffen, sodass der Kunde sein Auto dalassen kann. Okay. Gut, also, wir haben, Sekunde mal. So, wir haben also schon mal ein paar Sachen rausgefunden hier, aber ob wir jetzt hier auch fahren können. Wie können wir denn überhaupt eine Testfahrt machen? Das alles und mehr finden wir raus in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Garderoll spielt den den Autowerkstatt-Simulator 2015 oder den Car-Mechanic-Simulator 2015 und dann hoffentlich auch nochmal rausgefunden, wo die Teile sind oder die Teile, die suche halt. Bin ich mal gespannt, ob ich das rausfinde. Also bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen. Jetzt bin ich mal gespannt, auch wenn ich die Aufnahmetaste drücke, das wieder auf Level